German Open 2017 neben mir auf meinem superschönen Sattel die nächste deutsche Meisterin. Und zwar in der Junior Western Riding. Herzlich willkommen. Hallo. Gratulation. Danke. Marina Schwank. Ja. Landesverband Bayern. Ja. Heimspiel. Ja, kann fast. Man so sagen. Fast. Wie lange fährst du hin? 1,5 Stunden. Gut, das also, ist Heimspiel. Ja. Das ist jetzt wirklich mein Heimspiel. Uns fällt auf, da klimpert ein bisschen Gold und Bronze. Ja. Das heißt, du hast heute noch einen Titel geholt. Ja, Bronze in der Senior Western Riding. Senior Western Riding. Mhm. Ich würde sagen, läuft. Ja, ich beschwere mich gerade nicht. Prima. Du hast dich durchgesetzt gegen Bianca Franzini. Mhm, ja. Es war, glaube ich, ein bisschen knapp, oder? Ich weiß den Score ehrlich gesagt noch gar nicht genau, aber ich habe ihren Lauf gesehen und sie war sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Ja gut, aber so ist der Sport. Ein halber Punkt ist entscheidend. Richtig. Ja, deine Ziele für die German Open, was steht noch an für die nächsten Tage? Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich habe die Ziele erreicht. Perfekt. Also ich war, ein kleiner Traum ging für mich schon in Erfüllung, als ich alle 4 Pferde in beide Western Riding Finale gebracht habe. Western Riding ist so eine meiner Lieblingsdisziplinen neben Trail. Okay. Also da ging der Traum schon in Erfüllung, jetzt 2 Pferde von 4 auf den Teppich zu bringen, ist absolut das Perfekt. Maß aller Dinge. Also absolutes Ziel erfüllt. Perfekt. Was sind noch deine Prüfungen für die nächsten Tage? Was ich habe nur noch Junior Trail Finale. Ja, morgen Siegerehrung, Jungpferde, Bayer Trail. Das mal gucken, war's was dann bei rumkommt. Genau. Mannschaft startest du nicht? Doch, Mannschaft, wahrscheinlich Western Riding. Wie soll es auch anders kommen? Ja, also steht noch nicht fest, wir werden sehen. Gut, wir haben vorher uns ein bisschen unterhalten, das heißt, du hast schon einige Titel geholt, auch in den letzten Jahren. Letztes Jahr war es Trail, richtig? Trail Deutscher Meister, Junior Trail Deutscher Meister, Vize im Trail, Junior Trail auch und Vize in der Junior Western Riding. Mit dem Pferd ist Bronze geholt heute. Also erstes Seniorjahr mit das jüngste Pferd und dann gleich in der Senior auf dem Teppich gelaufen. Ja, kann man nur gratulieren. Danke. Deine Momente, klar, das ist jetzt ein Moment, ja. Ich denke mal, das ist so das Highlight, aber gibt es noch andere, wo du sagst, das ist die Go 2017? Ja, wie gesagt, einfach der Moment, wo ich beide oder alle 4 Pferde in die Western Riding Finale gebracht habe. Auch Junior Trail Finale wieder reingelaufen mit einem sehr starken Pferd. Das Pferd wurde letztes Jahr Vize im Junior Trail. Von dem her freue ich mich da jetzt noch sehr drauf. Ja, einfach auch mit meinen ganzen Freunden jetzt heute auch wieder sehr viel Hilfe von ganz vielen Bekannten gehabt. Und es war sehr laut, wie du, also dein Anfeuerungsteam, der Reisebus ist angekommen. Super. Nee, auch meine Freunde daheim, alles ist einfach generell schön. Prima. Ja, das merkt man klar. Die Bayern haben natürlich große Unterstützung hier, weil es sehr nah ist. Wenn man irgendwie aus einem anderen Landesverband kommt, wird es schon schwierig. Deine Ziele für 2018? Ich denke mir natürlich, mit dem Pepe hier wieder auf so einem schönen Sattel sitzen, ja, wäre sehr natürlich gerne. Schon was. So ein bisschen klimmern. Ja, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also die ganzen Pferde, die ich jetzt hier dabei habe, dementsprechend Senior, Junior, wieder Finale, vielleicht wieder Teppich. Ja, habe ich mir noch, ehrlich gesagt, nicht viele Ziele gesetzt. Wenn du mir erlaubst, noch so eine Frage zu deinem Background. Bist du Trainerin? Ja. Bist Trainerin? Ja, okay. Ich bin Trainerin bei Bamberg. Mhm. Also, wie gesagt, 1,5 Stunden von hier. Spezialisiert auf Around, also Western Riding Trail, aber auch viel Jugendarbeit. Prima. Jugendliche wurde heuer bayerischer Meister und so weiter. Und letztes Jahr auch Vize hier geworden. Ja. So. Setzt sich die Handschrift von dir etwas fort? Ja, ein bisschen. Nee, bin ich sehr stolz drauf, dass meine Leute es auch nachreiten können. Das ist das Ziel. Liebe Marina, wir gratulieren dir ganz herzlich zu deinem Titel und zu deiner Bronzemedaille und hoffen sehr stark, dass am Samstag für die Mannschaft natürlich noch was Gutes da rumkommt. Und viel Spaß auf der Go. Dankeschön. Dankeschön fürs Gespräch. Dankeschön.